Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Leech TL2 im Ranglistenmodus. Ja, er hat Auszahlung genommen. Wollen wir mit einsteigen? Ich glaube schon. Welcome to Nova. Mal ein bisschen mehr Early Game Power. Ich nehme die beiden auf jeden Fall mit. Das raus, das raus. Marshall Schaden habe ich genug. So vielleicht. So nehmen wir es. Zack. Fertig. Doppelgoldwerfer. Holy shit. Der will skalieren. Durch Auszahlung kann ich natürlich jetzt 5 Bürger bauen. Das ist gar nicht schlecht. Hab hier schon mal rein. Und ich vermute mal, dass er in der 3 was platzieren wird. Also werde ich in der 3 eine Echse schicken. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Weil die 3 wird er so nicht halten. Deswegen hauen wir eine Echse rein. Mana Ross. Können wir drüben mit Beliz noch was machen? Schnecke geht noch aus, ist gar nicht schlecht. Ja, eine Katze platziert, sehr gut. Die Echse wird das schon regeln. Ja, der eine ist schon mal weg. Mizi. Nicht an der Couch kratzen. An der Couch kratzen. Komm schon. Ja, sehr gut. Beide Goldwerfer tot. Noch ein Mana Ross. Robo rein. Das sieht schon mal gut aus. Oh, Katze weg. Ja, dadurch, dass sie sie aufgeteilt haben, wird das wohl nix. Okay.
Ich mache das Ganze so und ich werfe den King auf. Würde mir wahrscheinlich jetzt was reinschicken, oder? Oder auf der nächsten? Naja, sammelt noch. Okay, keine Worker für mich. Zumindest noch nicht. Ich habe schon maximale Attack Speed, das ist sehr gut. Der ist durch. Wegen der Schnecke. Mal gucken, was noch rausgeht. Leider nur die Schnecke. So, habe ich schon mal zwei Crablords. Mana ist dabei. Eisige Berührung kann ich sehr gut da drauf machen. Die Harpien. Oder auf den Elitebogenschützen. Okay, eine Double Crew und eine Schnecke. Sehr schön. Die Regeneration konnten die nochmal beschwören. Aber es wird nicht reichen. Ist aber zum Glück nur einer durchgekommen. Damit kann ich noch leben. Hat die Blut noch durchgelassen. Gut, ein paar King-Upgrades sind da. Ist also nicht so wild. So, wir könnten jetzt einfach ihn aufwerten. Und genau das mache ich auch. Zweite Echse dazu. Ach, den Goldwerfer schon aufgewertet. Wir müssen auf jeden Fall ordentlich pushen. Damit die nicht hochskalieren können. Den anderen auch aufgewertet. Oberbildet. Logisch. Das hat gerade so überlebt. Okay, können wir machen. Ich hätte jetzt fast den King aufgewertet. Schicke ich da eben zwei Robos rein. Doppelte Katze. Könnt auch ein Hörmit reinschicken. So, Ochse steht. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich brauche jetzt unbedingt für die 10 den Elite Archer.
Noch mehr Goldwerfer, holy shit. Okay, die sind weg. Ah, die sind zu stark. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Off to work. All right, sir. Yes, Lord. Huch. Ja, der kommt durch. So, Elite Archer auf jeden Fall. Der ist wichtig, damit ich hier die 10 schaffe. Ich werde auf 11 schicken. Die werden wahrscheinlich investieren. Gehe ich mal stark von aus. Zumindest er mit seinem Gold. Der hat jetzt hier noch 200 drüber. Der wird investieren nehmen. Davon bin ich überzeugt. Auch investieren. Kommen wir hier einen Robo mit rein. Ich muss ja nicht mal komplett durchkommen, aber es müssen ein, zwei von den Goldwerfern halt abscheißen. Das wäre gut. Er hat eine Blume gebaut. Also mehrere. Drei Stück. Oh, es teilt sich immer so auf, ey. Mega locker pushen, ich krieg den sonst nicht down. Das ist eben das Problem, ne? Auch schon irgendwas Fettes. Ich muss sehr lange sammeln, damit ich den Down kriege. Der baut so viel, damit er seine Skalierung halten kann. Schade. Deswegen muss ich hier schon wirklich fast all in gehen die ganze Zeit. Sonst wird das nichts. Der baut viel zu viel. Der will seine Skalierung unbedingt mit dem Gold. Und das schafft er ja auch. Deswegen muss ich dem Long Saves dicke Sens schicken und keinen zwischendurch graben. Und das muss reinhauen, das muss durchkommen. Wenn er das hält, ist vorbei. So, da hat er übelst viel Knete und ich habe zu viel eingebüßt. So.
Das hilft uns nicht weiter. So, Elite Archer aufgewertet. Noch Mana raus hier rechts hin. Sora. Sora und Katznator. /320. Das könnte wehtun. Da ist ein bisschen was durchgekommen. Noch ganz gut gehalten. Das Problem ist halt, die haben jetzt gesendet, haben jetzt Kohle und kriegen jetzt nochmal Kohle vom King. Dass er noch mehr bauen kann. Das ist das Problem. Mol kriege ich noch raus, die nehme ich mit. Und die vier Katzen sind so das Einzige, was hier ein bisschen tankt, diese Wave. Schwein gebaut. Blumen down. Der ist weg. Der ist weg. Jawohl. Jawohl. Also durchkomme ich zwar nicht. Aber er ist durchgekommen, das ist gut. Und ich habe die Goldwerfer down gekriegt. Bisschen Kohle noch eingesackt. Nehme ich alles mit. So. Und King erstmal komplett so. Betrieben aus Hades und so, ne? Hades Fürst des Todes. Wir könnten auf 17 gehen so. Ich bin nicht so ganz sicher, aber es muss halt wirklich reinknallen. Man muss halt wirklich stark im Early Game irgendwas reißen bei solchen Skalierern und das war fast nicht möglich. Wir könnten auf 18 probieren.
19 wäre auch okay. Für mich auf jeden Fall. Wir sollten schon jetzt irgendwie was reinhauen. Mal gucken. Also er ist gerade verwundbar, er ist ungefähr gleich auf dem Niveau, was er braucht. Wir sind ganz schön drunter, das ist ja das Problem. Magischen Schaden soll ich nur mit reinschicken. Machen wir eine dreifache Robo noch. Dreieinigkeit, Voreis, Triple Robo. Mehr geht nicht. Belagungsmaschine 860. Sieht gar nicht schlecht aus. Alle down. Aber unser King ist halt schon angegriffen. Knapp. Defeat. Noch einmal hätte er hier angreifen müssen. Schade. Schade, schade, schade. Aber diese Skalierung war einfach abartig. So, und wenn man was probiert, so ist halt echt schwierig. Man muss im World Game irgendwas gewinnen. Und wenn die da overbuilden die ganze Zeit, dann sieht das schlecht aus. Ja, erstmal bei Leute Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Seid ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.